Hallo Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Marcel ist am Start, der steht gerade hinter der Kamera. Der hält die ziemlich ruhig. Der steht am Stativ. Hier ist gerade seine Pommes. Komm mal rein. Video fängt an. Oder seht ihr nach dem Abspann. So, da ist der Marcel. Was steht heute an, Marcel? Hi, eigentlich Zeitungen austragen. Okay, jeder wusste schon, nur ich wieder nicht, oder was? Steht ja ein Titel drin. Ne? Ey, ich muss euch was erzählen, Leute. Hier war eine Frau, die war voll, glaube ich, drauf. Die hat überall ihre Zeitungen da rumgeschmissen, Teller hingestellt, Töpfe und so vor der Hand immer. Also habe ich hier im Ort noch nie gesehen, so was. Die ist voll irgendwie drauf, so habe ich noch nie gesehen. Marcel auch nicht. Die hat die ganze Straße hier verwüstet, die Mülltonnen von anderen Leuten aufgemacht. Da habe ich gerufen, hey, was soll das? Hat zurückgeschrien, sind wir aber weitergegangen. Aber die war voll drauf, das habe ich schon nie gesehen. Das hätte man bei vielen für uns privat, falls mal was wäre. Aber wir hätten es lieber sein lassen. Dann rennt die noch hinterher, man weiß, was die in der Tasche hat. Aber so habe ich schon nie gesehen. Nee, ich auch nicht. In Köln, Düsseldorf oder was, in Großstädt, sagen wir mal so. Gell? Jetzt nichts gegen die Städte, aber in Großstädt ist das ja am Bahnhof oder so öfters so wie hier auf dem Land. Aber hier im Ort, in so einem kleinen Dörfchen, werden wir mal beobachten. Vielleicht machen wir da noch ein Video zu. Vielleicht gibt es da noch was. Jetzt warte mal, dass wir abgeholt werden, dann fahren wir nach Kaden, dann tun wir die Zeitung austragen, hinten fährt ein Schiff und macht komische Geräusche. Mega komisch, oder? Okay. Schwenkt mal die Kamera um, das seht ihr, dann geht auch los mit dem Video. Also, viel Spaß! Leute, da sind wir schon in Kaden. Jetzt fängt natürlich wieder an zu regnen. Wir haben hier lauter Pech mit dem Regen. Moment, immer wenn wir die Kamera anmachen, fängt an zu regnen. Marcel trägt schon einige Zeitungen aus und ich mache jetzt die Aufnahmen. Jetzt sind wir fertig. Genau. Mit den Zeitungsaustragen. Und jetzt gehen wir wohl noch eine einzige Zeitung und danach heim. Ja, dafür haben wir eben schon getroffen. Wir haben gut die Gespräche gehabt. Über den ganzen Kram, der gerade aktuell ist. Slash Artikel 13. Artikel 11. DSGVO. Politik. Leistungsschutzrecht und Videofilter, Textfilter haben genau. Wir geredet. Jeder hat ein bisschen andere Meinung, meine ist ein bisschen entschärfter, von denen ist ein bisschen härter. Aber so sind die Meinungen halt. Vielleicht machen wir da mal ein Video zu. Der Björn hat ja auch eine Meinung dazu. Mal gucken. Jetzt gehen wir mal zurück und dann hoffen wir, dass wir den Björn noch treffen. Wenn der noch ein Video schafft, vielleicht. Und am, sonst schöne Grüße an dich und schöne Grüße an die Christine. Und am 23.
März sind wir ja in Koblenz. Genau. Da wisst ihr ja wofür. Genau. Und da sind wir auch dann nur dafür da, deswegen wundert euch nicht. Guckt sein Video, ich verlinke das. Dass wir nicht so viel Unterschriften geben können, nicht so viele Bilder machen können. Vielleicht am Ende dann, aber für den Anfang dann halt nur ja. Erstmal durchsetzen. Ich werde das Video auch dann so drehen, dass mehr Stimme reinkommt, weil das geht ja nicht jetzt um hier ein Porno zu drehen. Ihr wisst schon, was ich meine, die Filmmaker unter uns, die richtig geil cinematische Aufnahmen. Wenn wir da hinfahren, dann ist die Stimme im Vordergrund. Ja. Deswegen wird das ein bisschen anderes Video werden. Wenn wir da hinfahren und das Video kommt raus, da wird mehr die Stimme im Vordergrund stehen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und alle darf da doch die richtige Botschaft rübergebracht wird. Und alle darf man ja filmen, ist das cool so am den Tag. Ja, laut DSGVO, aber das sagen wir jetzt mal lieber nichts. Laut DSGVO eigentlich nicht, aber am den Tag ist eigentlich alles soweit erlaubt. Ja. Erlaubt, weil ja sowieso jeder das Content Creator ist und deswegen ist auch jeder erlaubt. Wir haben ja schon mal nach DSGVO gefilmt, weißt du, dann im Stadion haben wir die ganze Kamera ausgelassen und einmal haben wir so gefilmt beim, was war das nochmal, TuS Koblenz Teamtreffen. Müssen wir mal eingeben, vielleicht findet, wenn er Bock hat, da zu suchen. Da haben wir nur da die Sicht scharf gestellt, der Hintergrund war unscharf. Aber das ist so eine Arbeit beim Schneiden gewesen, ich habe da doch schon mal erwähnt, wo wir auf der Rabelei waren. Hat übrigens ein Frank ein Video gemacht zu, Franks Vlogs, guck da mal rein. Der war da schön filmen mit Drohnenaufnahme. Da habe ich mal ein Video zu gemacht, also das ist eine Vollkatastrophe. Man muss hier alles zensieren, dann, was macht man dann, lässt die Kamera aus. Genauso habe ich die Worte damals schon gesprochen. Da macht man gar keine Aufnahmen, weil da alles zensieren muss. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt gehen wir mal zurück. Genau, zieh dich an, weil es ist am Regnen. Es ist nervig Regen. Ja, wie am Anfang schon, ja. Das hält sich aber noch. Ich werde schon mal gleich die Kamera wegpacken, fängt richtig an zu schütten. Muss ja nicht sein, heute war eigentlich schön Wetter, gell? Aber gerade jetzt. Und schöne Grüße an Murat. Du willst ja auch einen Zeitungsvlog machen. Vielleicht hast du ihn jetzt schon veröffentlicht. Wenn er raus ist, du ihn noch verlinken. Da bin ich mal gespannt, wie er Zeitung austragt. Wie du das dann filmst. Da bin ich erst mal gespannt. Wir gehen jetzt mal zurück und dann mal gucken. Was genau. Und Abmarsch. Oh. Mann, das soll so ein cooler Kameraschwenk werden. Oh. Zweite Mal. Dritte Mal und du kriegst keine Kinder. Ich hab doch schon eins. Ah. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanäle. Genau, ich hoffe, das habt ihr schon vor dem Video gemacht. Was sagt ihr immer am Ende, gell? Das sage ich immer am Ende, ja. Weil das mein Standardtext ist. Aber immer am Ende müsst ihr manchmal davor sagen. Und ciao. Bis im nächsten Vlog. Ciao.